Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar gab es einige Fragen zum Ox-Inventar. Und heute werden wir Items hinzufügen, erstellen. Und falls ihr vorhandene Items nicht automatisch transferiert habt per Script, dann zeige ich das Ganze auch nochmal. Und zwar gab es die Frage. Einige haben dieses Update so als Fehlercode bekommen und da steht halt drin, wenn ihr nicht so gut Englisch kennt, so benutzt einfach Google Übersetzer. So, da steht einfach nur drin, dass ihr die Release-Version herunterladen müsst, ja, um das Ganze dann, ja, so damit funktioniert das Ganze auch. Ich hatte das letztens auch so, dass ich das auch hatte, und zwar für jemanden habe ich einen Server eingerichtet mit dem Expertenpack und da wollte er unbedingt auch das Ox-Inventar installiert haben und da hatte ich das Ganze auch. Nach dem zweiten Mal hat es dann auch wieder funktioniert, also da müsst ihr einfach, wenn ihr auf der Seite seid, auf der Release-Seite, dann dort es herunterladen. Ja, gut, aber heute geht es um die Items, ja, und zwar sieht das denn wie folgt aus, ja. Jemand hatte gefragt, wie man die PNGs hinzufügt und so dazu kommen wir dann auch heute. Wenn ihr zum Beispiel ein Item habt, was ihr nicht bewegen könnt, so dann heißt es, das Item ist noch nicht registriert in der Ox-Liste von den Items. Das müssen wir dann auch machen. Im Grunde, wenn ihr das Ox-Inventar installiert, kopiert sich Ox-Inventar automatisch die ganzen Items aus der Datenbank und schreibt sie auch automatisch in die Liste. Sollte es nicht der Fall sein, so dann müssen wir alle Items von der Datenbank in das Inventar reinschreiben. Ja. Klingt nach viel Arbeit, ist es auch zum Teil, aber es geht ratzfatz, wenn man weiß wie. Gut, so dann würde ich sagen, kommen wir auch so direkt, ja, zur Installation, würde ich so sagen. Und zwar brauchen wir einmal so das PNG, was wir dann haben wollen. Und so, das muss halt immer heißen, wie das Item halt original heißt. So, das heißt, wir gehen einmal hier rein, gehen auf Data und hier haben wir die Itemliste, ja. Und wir machen das heute mit dem... mit der Orange. Hier. Und zwar zeige ich euch erstmal, wie ihr Items hinzufügen könnt. Und zwar, ihr kopiert euch einfach hier einmal so das komplett raus, ja. Und fügt das dann einfach hier unten wieder ein. So. Als nächstes richten wir das kurz. Ja, und hier kommt das Item, also das, so den Namen so des Items original rein und hier könnt ihr immer die Übersetzung bei Label, ja. Hier könnt ihr so Gewicht anpassen, hier könnt ihr sagen, ob das gestickt werden soll, ja oder nein. Und hier könnt ihr so halt einstellen, wenn der User es benutzt, ob das Inventar geschlossen werden soll, ja oder nein, ja. Und für ja, true eintragen und für nein, dann falsch. Und somit ist das Item schon registriert. Und so, das macht ihr dann halt mit jedem Item, was Ox-Inventar jetzt nicht automatisch aus der Datenbank zieht und euch hier reinkopiert. Ja? Gut. So, um jetzt Bilder hinzuzufügen, ja, gehen wir einfach wieder in das Inventar rein. Gehen hier auf Web und hier sind diesen Ordner und hier ziehen wir dann einfach nur diese hier rein und schon hat das Item ein Bild. Das heißt, wir starten jetzt unseren Server nochmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder im Spiel.
So, wenn wir dann im Spiel angekommen sind, können wir das Ganze hier einmal wieder öffnen. Nicht wundern, ich habe noch V-Menü aktiviert. Und wie wir jetzt hier sehen, haben wir jetzt auch ein PNG. Ja, und können das Ganze jetzt hier variieren. Wir können das natürlich auch jemanden geben oder ja, einfach hinlegen und so weiter und so fort. Gut. Ja, so, da sind wir auch schon auf jeden Fall wieder durch. Wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wieder meinen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play